Keiner weiß alle 100 Fragen über Deutschland. Trete jetzt an. Welches ist das kleinste deutsche Bundesland nach Einwohner? Bremen, Saarland oder Hamburg? Bremen ist mit knapp 700.000 Einwohnern das kleinste Bundesland Deutschlands. In welcher Stadt befindet sich der Hauptsitz von Volkswagen? Stuttgart, Wolfsburg oder München? Volkswagen hat seinen Hauptsitz im niedersächsischen Wolfsburg und ist der zweitgrößte Automobilhersteller nach Absatz weltweit nach Toyota. Wer gewann 1982 den Eurovision Song Contest mit Ein bisschen Frieden? Lena Meyer-Landrut, Nicole oder Nena? Nicole gewann den Eurovision Song Contest 1982 für Deutschland mit dem Lied Ein bisschen Frieden. Danach gewann ihn nochmals Lena Meyer-Landrut 2010. Wie heißt der deutsche Bundeskanzler? Frank-Walter Steinmeier, Angela Merkel oder Olaf Scholz? Olaf Scholz ist der amtierende Bundeskanzler Deutschlands seit 2021 und folgte auf Angela Merkel. Welche deutsche Stadt war die erste, die eine U-Bahn in Deutschland eröffnete? Berlin, Hamburg oder München? Berlin eröffnete die erste U-Bahn in Deutschland im Jahr 1902. Die erste U-Bahn der Welt gab es übrigens 1863 in London. Welche deutsche Eiskunstläuferin gewann in den 80er Jahren olympisches Gold? Katharina Witt, Anni Friesinger oder Claudia Pechstein? Katharina Witt gewann zwei olympische Goldmedaillen im Eiskunstlauf, 1984 in Sarajevo und 1988 in Calgary. Wie viele Einwohner hat Deutschland? 84 Millionen, 75 Millionen oder 90 Millionen? Deutschland hat ungefähr 84 Millionen Einwohner und ist das größte Land der EU vor Frankreich. Welche deutsche Sängerin ist bekannt für ihren Hit Atemlos durch die Nacht? Helene Fischer, Andrea Berg oder Annemarie Eilfeld? Atemlos durch die Nacht aus dem Jahr 2013 ist einer der bekanntesten Hits von Helene Fischer. Er hat sich über 1 Million Mal verkauft. Welcher deutsche Dichter ist berühmt für Der Erlkönig? Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe oder Heinrich Heine? Goethe verfasste die berühmte Ballade Der Erlkönig im Jahr 1782. Sie startet so: Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Wer war der erste Deutsche, der die Tour de France gewonnen hat? Jan Ullrich, Erik Zabel oder Toni Martin? Jan Ullrich gewann 1997 als erster und bisher einziger Deutscher die Tour de France. Wie heißt der tiefste See Deutschlands? Walchensee, Starnberger See oder Bodensee? Der Bodensee ist an seiner tiefsten Stelle 251 Meter. Welcher Fußballer erhielt die Auszeichnung zum Weltfußballer des Jahres? Lothar Matthäus, Michael Ballack oder Miroslav Klose? Lothar Matthäus erhielt diese Auszeichnung als bisher einziger Deutscher 1991. Er hatte eine Schlüsselrolle beim Gewinn der Weltmeisterschaft 1990. Wie heißt die deutsche Hymne?
Deutschlandlied, Ode an die Freude oder Einigkeit und Recht und Freiheit. Die deutsche Nationalhymne ist das Deutschlandlied, von dem heute nur die dritte Strophe gesungen wird. Welcher ist der erfolgreichste deutsche Film, gemessen an den Kinobesucherzahlen? Der Schuh des Manitou, Traumschiff Surprise oder Fuck You Goethe? Der Schuh des Manitou von Michael Herbig ist mit knapp 12 Millionen Besuchern der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten. Welches Land grenzt südlich von Deutschland? Frankreich, Österreich oder Polen? Österreich liegt südlich von Deutschland und teilt eine lange Grenze mit dem Land. In welcher Stadt wurde die berühmte Band Scorpions gegründet? Hannover, Berlin oder Hamburg? Die Band Scorpions wurde 1965 in Hannover gegründet. Sie sind unter anderem für den Hit Wind of Change bekannt. Welches Brot gilt als typisch deutsches Brot und ist für seine dunkle Farbe bekannt? Pumpernickel, Ciabatta oder Baguette? Pumpernickel ist ein typisch deutsches Brot, bekannt für seine dunkle Farbe und lange Haltbarkeit. Es stammt ursprünglich aus der westfälischen Küche. Welches Unternehmen aus Hamburg ist einer der größten Betreiber von Containerschiffen? Hapag-Lloyd, Deutsche Post oder Lufthansa? Hapag-Lloyd ist eines der größten Containerschifffahrtsunternehmen der Welt und hat seinen Sitz in Hamburg. In welchem Jahrhundert wurde Berlin gegründet? 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert oder 14. Jahrhundert? Berlin wurde im 13. Jahrhundert aus den beiden Kaufmannssiedlungen Berlin und Köln gegründet. Das offizielle Gründungsjahr ist 1237. Welcher deutsche Schriftsteller schrieb Die Blechtrommel? Heinrich Böll, Günter Grass oder Thomas Mann? Günter Grass ist der Autor von Die Blechtrommel, einem der bedeutendsten Werke der deutschen Nachkriegsliteratur aus dem Jahr 1979. Wie heißt die Landeshauptstadt von Thüringen? Erfurt, Weimar oder Jena? Erfurt ist die Hauptstadt des Bundeslandes Thüringen und bekannt für seine gut erhaltene mittelalterliche Altstadt. Welcher Fluss fließt durch Berlin? Elbe, Rhein oder Spree? Die Spree fließt durch Berlin und ist ein charakteristisches Merkmal der Stadtlandschaft. Welche deutsche Schauspielerin spielte eine Hauptrolle in Inglourious Basterds? Diane Kruger, Nina Hoss oder Franka Potente? Diane Kruger spielte neben Brad Pitt eine der Hauptrollen in Quentin Tarantinos Inglourious Basterds aus dem Jahr 2009. Welches ist das größte deutsche Bundesland? Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg? Mit 70.542 Quadratkilometern macht Bayern über 20% der Gesamtfläche Deutschlands aus. Welche Zutat ist nicht in einer traditionellen Schwarzwälder Kirschtorte enthalten? Schokolade, Rosinen oder Kirschen?
traditionelle Schwarzwälder Kirschtorte enthält Schokolade, Kirschen und Schlagsahne, aber keine Rosinen. Wie hoch ist in Deutschland die reguläre Mehrwertsteuer? 19%, 21% oder 23%? In Deutschland beträgt der reguläre Mehrwertsteuersatz 19%. Für einige Güter des täglichen Bedarfs gilt ein ermäßigter Satz von 7%. Wie viele Länder grenzen an Deutschland? 7, 9 oder 6? Deutschland grenzt an 9 Länder: Dänemark, Polen, Tschechische Republik, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande. Welche deutsche Schauspielerin wurde durch die Serie Der Bergdoktor populär? Heike Makatsch, Veronika Ferres oder Christine Neubauer? Christine Neubauer spielte in verschiedenen deutschen Serien, darunter auch in Gastrollen beim Bergdoktor. Welcher deutsche Tennisspieler bzw. Tennisspielerin gewann 7-mal Wimbledon? Boris Becker, Michael Stich oder Steffi Graf? Steffi Graf gewann nicht nur 7-mal Wimbledon, sondern auch 4-mal die Australian Open, 5-mal die US Open und 6-mal die French Open. Welcher Moderator führte die längste Zeit durch die Sendung Wetten, dass Thomas Gottschalk, Frank Elstner oder Markus Lanz? Thomas Gottschalk war lange Jahre das Gesicht der beliebten Fernsehshow. Die Erstausstrahlung war 1981, die bislang letzte Ausgabe war Ende 2023. In welcher Stadt befindet sich der Marienplatz? München, Berlin oder Köln? Der Marienplatz ist ein zentraler Platz im Herzen Münchens und ein bekannter Treffpunkt für Touristen und Einheimische. Welches ist der längste deutsche Fluss innerhalb von Deutschland? Rhein, Donau oder Elbe? Der Rhein ist mit seinen 865 Kilometern der längste Fluss, der durch Deutschland fließt. Insgesamt ist die Donau wesentlich länger als der Rhein. Welches Tier ist auf dem deutschen Wappen? Löwe, Adler oder Bär? Der Adler ist ein traditionelles Symbol deutscher Souveränität und erscheint auf dem deutschen Wappen. Welches technologische Meisterwerk wurde erstmals auf der Berliner Funkausstellung 1930 präsentiert? Radio, Fernsehen oder Personal Computer? Das Fernsehen wurde erstmals als vollständig elektronisches System von Manfred von Ardenne auf der Berliner Funkausstellung 1930 präsentiert. Welches deutsche Unternehmen ist führend bei Haushaltsgeräten und hat seinen Sitz in München? Siemens, Bosch oder Miele? Siemens, mit Sitz in München, ist ein führender Hersteller von Haushaltsgeräten und vielen anderen Technologien. Wo liegt der größte Hafen Deutschlands? Hamburg, Bremen oder Lübeck? Der Hamburger Hafen ist der größte Seehafen in Deutschland und einer der größten Containerhäfen weltweit. Im Jahr 2023 wurden hier rund 100 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Welcher berühmte deutsche Sänger bildet neben Thomas Anders Modern Talking? Dieter Bohlen, Heino oder Peter Maffay? Dieter Bohlen bildete zusammen mit Thomas Anders das erfolgreiche Popduo
Modern Talking. Sie sind unter anderem für den Hit You're My Heart, You're My Soul bekannt. Welcher Roman von Patrick Süskind handelt von einem Mörder mit außergewöhnlichem Geruchssinn? Die Taube, das Parfum oder die Geschichte von Herrn Sommer? Das Parfum aus dem Jahr 1985 erzählt die Geschichte von Jean-Baptiste Grenouille, einem Mann mit außergewöhnlichem Geruchssinn, der zum Mörder wird. Welcher deutsche Sportartikelhersteller ist bekannt für seine drei Streifen? Puma, Adidas oder Reebok? Adidas ist berühmt für sein Logo mit den drei Streifen, das weltweit als Markenzeichen des Unternehmens gilt. Adidas wurde 1949 in Herzogenaurach gegründet. Wann gab es die erste Eisenbahn in Deutschland? 1835, 1924 oder 1908? Am 7. Dezember 1835 wurde mit der 6 Kilometer langen Strecke von Nürnberg nach Fürth die erste deutsche Eisenbahnverbindung eröffnet. Wer war der erste Bundespräsident in Deutschland? Konrad Adenauer, Theodor Heuss oder Gustav Heinemann? Theodor Heuss wurde 1949 nach der Gründung der Bundesrepublik gewählt. Er spielte eine wichtige Rolle beim deutschen Wiederaufbau und der Demokratisierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Welche Versicherung ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben? Krankenversicherung, Hausratversicherung oder Rechtsschutzversicherung? In Deutschland ist eine Krankenversicherung Pflicht. Welches Mitglied von Tokyo Hotel ist der Ehemann von Heidi Klum? Bill Kaulitz, Tom Kaulitz oder Seal? Tom Kaulitz, der Gitarrist von Tokyo Hotel, ist mit dem deutschen Model Heidi Klum verheiratet. Welcher deutsche Klassiker beginnt mit dem berühmten Zitat Da steh ich nun, ich armer Tor? Faust, Die Räuber oder Wilhelm Tell? Diese Worte stammen aus Goethes Drama Faust aus dem Jahr 1928, in dem der Protagonist seine Frustration über sein unerfülltes Streben nach Wissen ausdrückt. Welche Stadt ist die Wiege des traditionellen Oktoberfests? München, Stuttgart oder Frankfurt? Das Oktoberfest findet seit 1810 in München statt und ist eines der bekanntesten Volksfeste weltweit. Welches ist das höchste Gebäude Deutschlands? Commerzbank Tower, Berliner Fernsehturm oder Fernsehturm Stuttgart? Mit einer Höhe von 368 Metern ist der Berliner Fernsehturm das höchste Gebäude Deutschlands. Welches ist ein beliebtes Essen aus Deutschland? Sushi, Bratwurst oder Pizza? Bratwurst ist eine der bekanntesten und beliebtesten deutschen Speisen und wird in vielen Varianten, wie zum Beispiel Currywurst, regional angeboten. Von wem stammt die Relativitätstheorie? Isaac Newton, Albert Einstein oder Stephen Hawking? Albert Einstein revolutionierte mit der Relativitätstheorie, die 1905 veröffentlicht wurde, die Physik. Wie oft wurde Deutschland Weltmeister? Dreimal, viermal oder fünfmal? Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die FIFA-Weltmeisterschaft viermal gewonnen. 1954, 1974, 1990
und zuletzt 2014. Welcher Bundeskanzler wurde oft als Kanzler der Einheit bezeichnet? Willy Brandt, Helmut Kohl oder Gerhard Schröder? Helmut Kohl spielte eine entscheidende Rolle bei der deutschen Wiedervereinigung und wird daher oft als Kanzler der Einheit bezeichnet. Welchen Beruf übte Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel aus, bevor sie in die Politik ging? Physikerin, Lehrerin oder Anwältin? Angela Merkel hat einen Abschluss in Physik und arbeitete als Wissenschaftlerin in der Quantenchemie, bevor sie ihre politische Karriere begann. Welche Sportart übte die mehrfache Welt- und Europameisterin Franziska van Almsick aus? Tennis, Schwimmen oder Leichtathletik? Franziska van Almsick ist eine der erfolgreichsten deutschen Schwimmerinnen und hat zahlreiche Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften gewonnen. Wie alt war Tennisspieler Boris Becker, als er zum ersten Mal Wimbledon gewann? 17 Jahre, 19 Jahre oder 21 Jahre? Boris Becker gewann 1985 Wimbledon und wurde damit nach Michael Chang der jüngste männliche Sieger in der Geschichte des Turniers. Welcher deutsche Formel-1-Fahrer wurde 7-mal Weltmeister? Sebastian Vettel, Nico Rosberg oder Michael Schumacher? Michael Schumacher ist einer der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten und gewann 7 Weltmeistertitel. Wie heißt der aktuelle deutsche Bundespräsident? Joachim Gauck, Frank-Walter Steinmeier oder Christian Wulff? Frank-Walter Steinmeier ist seit März 2017 der Bundespräsident Deutschlands. Welcher dieser Länder hat Deutsch als offizielle Amtssprache? Belgien, Niederlande oder Schweiz? Deutsch ist neben Französisch, Italienisch und Rätoromanisch eine der 4 offiziellen Amtssprachen der Schweiz. Welche deutsche Stadt ist für ihr Marzipan berühmt? Lübeck, Dresden oder Nürnberg? Lübeck ist nicht nur als Königin der Hanse berühmt geworden, sondern trägt auch mit Stolz den Beinamen Marzipanstadt. Wer schrieb die deutsche Bundeshymne? Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe oder Heinrich Hoffmann von Fallersleben? Die deutsche Nationalhymne, das Lied der Deutschen, wurde 1841 von Heinrich Hoffmann von Fallersleben verfasst. Von wem stammt das berühmte Bild eines Feldhasen? Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci oder Vincent van Gogh? Das Bild »Der Feldhase« von 1502 ist ein bekanntes Aquarell von Albrecht Dürer und ein Meisterwerk der Detailgenauigkeit. Welche Pflanze, die im Frühling blüht, ist bekannt für ihre Teppiche aus blauen Blüten in deutschen Wäldern? Tulpen, Narzissen oder Hasenglöckchen? Hasenglöckchen, auch bekannt als Blaustern, bilden im Frühling dichte blaue Teppiche in deutschen Wäldern und sind eine Freude für Spaziergänger. Für welches Produkt ist Haribo weltberühmt? Schokolade, Gummibärchen oder Marzipan? Haribo, ein deutsches Unternehmen, wurde weltberühmt durch seine Gummibärchen, die erstmals in den 1920er Jahren produziert wurden. Welches Getränk kommt aus Deutschland? Tequila, Wodka oder Bier?
Deutschland ist international bekannt für seine lange Brautradition und Vielfalt an Biersorten. Jährlich werden hierzulande durchschnittlich knapp 100 Liter Bier pro Kopf getrunken. Welcher deutsche Komponist holte sich 2 Oscars? Max Richter, Klaus Badelt oder Hans Zimmer? Hans Zimmer gewann für die Filmmusik zu Der König der Löwen 1994 und Dune 2021 2 Oscars. Wie geht der Text des weltberühmten Hits 99 Luftballons von Nena weiter? Ihrem Weg zum Horizont, der Reise nach Westen oder dem Weg zum Mars? Der Text geht mit Ihrem Weg zum Horizont weiter. 99 Luftballons ist ein Antikriegslied von Nena, das in den 1980er Jahren international populär wurde. Welche Fische werden kaum in der Nordsee gefangen? Makrele, Sardinen oder Hering? Sardinen sind im Nordostatlantik zu finden, eher selten in der Nordsee. Wie heißt die Hauptstadt von Brandenburg? Potsdam, Cottbus oder Frankfurt? Die Hauptstadt von Brandenburg ist Potsdam, wo auch das Schloss Sanssouci steht. Was meint man damit, wenn man nur Bahnhof versteht? Man versteht alles. Man versteht ein wenig oder man versteht nichts. Die Redewendung Ich verstehe nur Bahnhof bedeutet, dass man überhaupt nichts versteht. Welches ist eine typische Begrüßung in Hamburg? Servus, Moin oder Grüß Gott? Moin ist eine typische norddeutsche Begrüßung, die zu jeder Tageszeit in Hamburg und anderen Teilen Norddeutschlands verwendet wird. Wie hieß Deutschland vor 1871? Preußen, Deutscher Bund oder Heiliges Römisches Reich? Deutschland war ein aus zahlreichen Territorien bestehender Verband, der als Heiliges Römisches Reich bezeichnet wird. 1871 wurde dann das Deutsche Reich gegründet. Wer war der letzte deutsche Kaiser? Wilhelm I., Friedrich III. Oder Wilhelm II.? Wilhelm II. War der letzte deutsche Kaiser, bevor das Kaiserreich 1918 nach dem Ersten Weltkrieg endete. Welcher ehemaliger Fußballspieler trug den Spitznamen Kaiser? Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus oder Oliver Kahn? Franz Beckenbauer, einer der größten deutschen Fußballspieler aller Zeiten, wurde aufgrund seiner eleganten Spielweise und Führungsqualität auf dem Feld der Kaiser genannt. Wer sang den bekannten Song Haus am See? Peter Fox, Xavier Naidu oder Udo Lindenberg? Haus am See ist ein populäres Lied von Peter Fox, das eine idyllische Vision eines Lebens am See beschreibt. Welches Land grenzt nicht an Deutschland? Tschechische Republik, Norwegen oder Niederlande? Norwegen ist keines der 9 Länder, die an Deutschland grenzen. Wie heißt die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt? Magdeburg, Halle oder Dessau? Magdeburg ist die Hauptstadt des Bundeslandes Sachsen-Anhalt.
Wie hoch ist das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands? 3 Billionen Euro, 4 Billionen Euro oder 5 Billionen Euro? Im Jahr 2023 betrug das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands rund 4 Billionen Euro. Deutschland hat eines der größten Bruttoinlandsprodukte weltweit. In welchem Jahr fiel die Berliner Mauer? 1989, 1991 oder 1987? Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer wegen der friedlichen Revolution. Wann ist in Deutschland Nationalfeiertag? 3. Oktober, 14. November oder 15. Juni? Der Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober ist der Nationalfeiertag Deutschlands, der die Wiedervereinigung im Jahr 1990 feiert. Welcher ist der größte Flughafen in Deutschland nach beförderten Passagieren? Flughafen Frankfurt am Main, Flughafen München oder Flughafen Berlin-Brandenburg? Der Flughafen Frankfurt ist der größte in Deutschland und einer der verkehrsreichsten in Europa. Welches ist die größte deutsche Stadt nach Einwohnerzahl? Berlin, Hamburg oder München? Berlin ist mit knapp 3,7 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt Deutschlands und zugleich die Hauptstadt. Welcher dieser Komponisten wurde nicht in Deutschland geboren? Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach oder Wolfgang Amadeus Mozart? Wolfgang Amadeus Mozart wurde in Österreich, genauer gesagt in Salzburg, geboren. Was hat Carl Benz erfunden? Automobil, Fahrrad oder Lokomotive? Carl Benz gilt als einer der Erfinder des modernen Automobils und baute 1885 das erste praktisch nutzbare Auto mit einem Benzinmotor. Wie heißt die Hauptstadt von Bayern? Nürnberg, München oder Augsburg? München ist die Hauptstadt des Freistaats Bayern und bekannt für das jährliche Oktoberfest sowie seine kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten. An welchem Fluss liegt München? Donau, Rhein oder Isar? München liegt an der Isar, die durch die Stadt fließt und ein beliebter Ort für Freizeitaktivitäten und Erholung ist. Gegen welche Frau trat der TV-Entertainer Stefan Raab schon dreimal im Boxen an? Christina Hammer, Nicola Adams oder Regina Halmich? Stefan Raab trat dreimal gegen die ehemalige Weltmeisterin im Frauenboxen, Regina Halmich, an. Halmich war immer klare Siegerin. Wie viele Millionen Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache? 50 Millionen, 130 Millionen oder 210 Millionen? Weltweit sprechen ungefähr 130 Millionen Menschen Deutsch als Muttersprache und reiht sich auf Platz 12 der meistgesprochenen Sprachen weltweit. In welcher deutschen Stadt fanden in der Geschichte keine Olympischen Winterspiele statt? Garmisch-Partenkirchen, München oder Berlin? Während Berlin 1936 die Olympischen Sommerspiele ausrichtete, fanden die Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen statt. In München fanden sie 1972 statt. Welche Insel wird scherzhaft als Insel der Deutschen bezeichnet?
Rügen, Sylt oder Mallorca? Mallorca wird aufgrund ihrer Beliebtheit bei deutschen Touristen oft scherzhaft als die Insel der Deutschen bezeichnet. Seit wann ist Berlin Deutschlands Hauptstadt? 1949, 1990 oder 1871? Berlin wurde nach der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 erneut zur Hauptstadt erklärt. Davor war es Bonn. Wie heißt der höchste Berg Deutschlands? Watzmann, Hochwanner oder Zugspitze? Die Zugspitze mit einer Höhe von 2962 Metern ist der höchste Berg in Deutschland und führt das Ranking vor dem Hochwanner und Watzmann an. Bis wann konnte man in Deutschland mit deutschen Mark zahlen? Bis 1999, bis 2002 oder bis 2005? Der Euro wurde 2002 als Bargeld eingeführt. Bis dahin war die deutsche Mark das offizielle Zahlungsmittel. In welcher Disziplin gewann Deutschland bei den Olympischen Winterspielen 2018 die meisten Goldmedaillen? Biathlon, Eiskunstlauf oder Rodeln? Deutschland erzielte bei den Olympischen Winterspielen 2018 herausragende Erfolge im Biathlon, wobei mehrere Athleten Goldmedaillen gewannen. Welcher deutsche Bundeskanzler hat in der Geschichte am längsten regiert? Konrad Adenauer, Helmut Kohl oder Angela Merkel? Helmut Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler und regierte damit 16 Jahre. Seine Amtszeit war allerdings nur 10 Tage länger als jene von Angela Merkel. Welcher deutsche Komponist schrieb die bekannte 9. Symphonie? Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven oder Richard Wagner? Beethoven ist berühmt für seine 9. Symphonie, die das weltbekannte Ode an die Freude beinhaltet. Sie wurde 1824 uraufgeführt. Welcher dieser Fußballvereine ist am erfolgreichsten? FC Bayern München, Borussia Dortmund oder Schalke 04? Der FC Bayern München ist der erfolgreichste deutsche Fußballverein, gemessen an nationalen und internationalen Titeln. Welche ist die größte Insel Deutschlands? Usedom, Rügen oder Sylt? Rügen ist mit einer Fläche von 930 Quadratkilometern die größte deutsche Insel und bekannt für ihre beeindruckenden Kreidefelsen und langen Sandstrände. In welchem Jahr gewann Deutschland zuletzt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft? 2006, 2010 oder 2014? Deutschland gewann die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. An welche Länder grenzt der Bodensee neben Deutschland nicht? Österreich, Schweiz oder Frankreich? Der Bodensee grenzt an Deutschland, Österreich und die Schweiz, nicht aber an Frankreich. Was tragen Männer traditionell in Bayern? Kilt, Dirndl oder Lederhose? Männer tragen traditionell in Bayern Lederhosen, besonders bei Volksfesten wie dem Oktoberfest. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? 16, 18 oder 20?
Deutschland besteht aus 16 Bundesländern. 3 davon sind Stadtstaaten: Berlin, Hamburg und Bremen. Welche historische Figur ist bekannt für die Reformation in Deutschland? Martin Luther, Karl der Große oder Friedrich der Große? Martin Luther war maßgeblich an der Reformation beteiligt, die im 16. Jahrhundert tiefgreifende Veränderungen in der Kirche und der deutschen Gesellschaft bewirkte. Wie viele der 100 Fragen hast du richtig beantwortet? Mach doch gleich mit dem nächsten Quiz weiter.